Hallo Gruselfreunde, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Da steht irgendeine Person, diesmal war. Ja, und ich komme immer noch nicht klar mit der Steuerung hier, das ist ja Wahnsinn. Also, mit der Waffe hier, ne? So, ich muss jetzt leider noch mal ein klein bisschen noch mal spielen hier, wiederholen, weil am Ende der letzten Folge wurde ich gefressen. Deswegen gucke ich mich hier noch mal um. Jetzt muss ich hier noch mal sehen. Dings einsammeln. So, Schießpulver Dings hatten wir schon gelesen. Und dann gab es hier, das haben wir auch schon gelesen. Genau, das wurde nicht gespeichert. Das ist schade. So, wir haben hier die einzelnen Buchstaben D. Das hatten wir auch schon den Einsatzbericht. Ein D. Da ist es ein E. Und hier ist es ein N. N-E-D. So, gucken wir mal, aber hier, da wäre N. Da ist ein E und hier ist das D. So. Ach Gott. Leg dich hin. Du auch, Digga. Nimm deine Hände weg, damit ich dich besser treffen kann. Legst du dich jetzt mal hin. So, er hat das Messer abbekommen, dann nehmen wir das erstmal wieder mit. Eieiei. So, ich muss noch die anderen Buchstaben erstmal wieder sehen hier. Da ist das ein R. Hinten ist das ein M. R, M. Ach Gott, diese Kamera. Kannst du... Oh, oh, zwei, drei. Das, okay. Der war schlecht. M. R. M, M, R. Warte mal, wir haben M, genau. Dann war das hier R und den anderen weiß ich jetzt nicht mehr. G war das, Mac, ja genau, Mac. So, dann nochmal die Erweiterung mitnehmen für die Mathilda. Mathilda. So, wird kombiniert. Alles klar. Gut. Dann haben wir den doch jetzt erstmal hier erschossen. Ach nee, komm. Das ist der Typ da hinten. Hallo. Na, alles klar? Nee, ne? Ja, komm mal her. Oh, er streckt die Hände nach mir aus. Er will mich lieb haben. Lass mal sehen, wie weit er hier drin kommt. Im Moment nicht sehr weit. Da ist ein Safe.
Da haben wir natürlich keine Kombination für. Okay. Oben ist halt die Piktür da hinten oder so ähnlich. Das heißt, wir können da noch nicht durch. Und hier steht auch der Polizist auf. Der freundliche. Wo soll ich denn jetzt denn gerade machen? Ich glaube, da hinten war. Moment. Nee. Holzbretter, mal eins. Egal. Ja, pack das doch da rein. So. Moment, 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 Moment. Mit Holzbretter kann man hier benutzen. Kann man zum Beispiel die Fenster verriegeln. So. Oh, da kommt jemand. Schnell das grüne Kraut nehmen. Das sollten sie aushalten. Aha, okay. So, ich gehe mal hier hoch. Munition. Inventar ist voll. Moment, Inventar ist voll. Das heißt, dann kombinieren wir zwei grüne Kräuter. So. Geh und geh. Dann geh. Jetzt können wir hier die Munition mitnehmen. Da ist einer. Ja. Oh, Backe. Moment. Kann man das ausmachen? Wie es aussieht, nicht. Da fehlt eine Kurbel. Rotes Kraut, habe ich mal keinen Platz für. Eieieiei. Ich glaube, der ist geplatzt. Der hat kein Gesicht mehr. Wie sieht's aus? 7 haben wir da. Gut. Rotes Kraut geht im Moment nicht. Wir haben 2-mal Heilkraut. Halleluja. Gut. Jetzt haben wir im Moment ein bisschen Ruhe, glaube ich. Tragbarer Tresor. Geht leider nicht mit. Anleitung für tragbarer Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuhalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Aha. Die Knöpfe müssen einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Nix. Flintenmunition haben wir noch nicht. Kann erstmal da liegen bleiben. Oh, D-E-O, D-O, ha! Man kann natürlich alle durchgehen, aber ich glaube. B-O, A-O und was weiß ich. DTM, D und so weiter. DBL, DBK, Department, DBO. Nö. Wüsste ich jetzt nicht, was man da eintippen kann. Vielleicht gibt es ja irgendwo wieder einen. Wow, ja. Lebt er noch oder? Wie es aussieht, nicht. Ha, da brauchen wir eine Kurbel.
Okay. Da geht's hoch. Ich kann unten in der Kiste erstmal was ablegen, bevor ich denn ganz nach oben gehe. Hallo, lass das heil. Ach Mann. Na, ich weiß nicht, da ist vielleicht der Gang zu eng, um. Ja, komm mal her. Na komm, mit einem Arm. Mit einem Arm kannst du mich nicht so packen. Ja komm. Ich zeig dir, wo du hin kannst. Hier ist natürlich ein bisschen zu eng. Und hier ist er noch enger. Gut. Aber hier könnte man ohne Tuss vielleicht rumlaufen. Na komm. Kriegst auch mit einer Hand auf. Ja, siehst du. Komm her, komm. So. Wenn es irgendwie geht, versuchen wir hier und da Munition zu sparen. Den muss man im Moment noch nicht unbedingt abknallen. So. Hallo, wer bist denn du? Ei. Moment. Was haben wir hier? Ach so, Munition. Ach ja, hier. Nicht sehr schön. Moment, wo? Der Empfang, ja, was haben wir denn hier? Der dachte, das ist der Tresor. Nee. Warte mal. Das aber gesperrt. Schließfächerraum. Die Tür ist weiß. Weiß ist doch offen, ne? Das ist die Eingangshalle. So, aber. Warte mal. Genau hier. Schließfachterminalnutzung oder Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen, um das umgehend reparieren. Ja, du weißt, dass so gemacht. Meint bist du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Gut, vielleicht der draußen rumläuft, keine Ahnung. So, wir haben hier Nummern. Wo wir bestimmte Fächer mit öffnen können. Genau, hier fehlt jetzt eine Karte. Die hatte ich in der Demo bekommen. Hier haben wir Pistolenmunition und dann noch andere Sachen. Da ist noch ein Messer. Okay, wir gucken mal. Wir haben Pistolenmunition hier hinten. Das ist die 109. Ups. Hallo, wie gehst du denn? Ich bewege mich doch hier langsam. So, 1, 0, 9. Enter.
Dann können wir noch mal andere öffnen, vielleicht. Gehe ich mal rückwärts. 108. Nein. 107. 106. Die Tür ist auch jetzt offen. 105. 9. 104. 1, 0, okay, 3 und 2 fehlen. 1, 0, 1. Nix. Und die anderen mit 2er und so gehen auch sowieso nicht auf. Hm. 102, 103, die sind da ja. Genau, weil die Tasten kommen, da die fehlen ja 2 und 3. So, dann haben wir hier einen Film. Können wir im Moment nicht mitnehmen, da wir voll sind. Aber die Pistolenmunition geht mit. Gut. Und hier sind die Zweiernummern. Da müssen wir mal sehen, wo wir die Zahl 2 herbekommen. Wir müssen aber erstmal wieder zurück zur Halle und die Kiste öffnen, damit ich da ein paar Sachen ablegen kann. Moment. Die Halle ist hier irgendwo die Richtung. Ah ja, ja, hier. Büro. Das ist aber Peak, genau, Peak haben wir nicht. Da ist jetzt hier vorne gesperrt. Da ist das Büro. Warte mal, wie komme ich denn jetzt da nochmal zurück in die Eingangshalle? Hier unten im Moment gar nicht. Da ist eine Dunkelkammer. Warte mal. Irgendwo ist eine Dunkelkammer. Gut, wir sind in der Dunkelkammer. Das heißt, hier ist auch irgendwas. Pistolenmunition. Immer mal wieder weggehen. Schießpulver. Wenn man zwei Einheiten davon kombiniert, erhält man Pistolenmunition. Können wir die damit kombinieren? Jo, alles klar. Da ist eine Schreibmaschine. Das Band ist aber noch im Schrank. Heilwirkung von Kräutern. Ach komm, das kennen wir doch. Grüne Kräuter heilen. Einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Ja. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen die zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Aber man kann die halt kombinieren. So ist es. Gut, das mit den Kräutern, das kennen wir. Warte mal, hier ist auch eine Kiste. Das ist ja toll. Das heißt, wir können einmal ein Heilkraut verstauen. Zwei Heilkräuter sind auch wie ein ganzes Kraut, also kann das erstmal weg. Gut, ich weiß ja, was im Moment hier ist. Pistolenmunition 9 mm. Pistolenmunition 9 mm. Kombinieren. So, jetzt haben wir da 36. Aber wieso kann ich denn diese nicht kombinieren? Das ist komisch. Gut.
Wir haben hier jetzt mit 24 Schuss18 haben wir da. Gut, soll ich jetzt beide mitnehmen? Kann ich eine mitnehmen? Ich verstaue sie erstmal. So, dann habe ich jetzt hier wieder 5 Plätze frei. So, 15 Schuss ist voll. Im Moment haben wir Ruhe, das ist auch gut. Kein Zombie, der uns stört. Genau, das war die Kiste. Hier ist die Dunkelkammer. Gut, jetzt kann man das rote Kraut erstmal mitnehmen, damit wir das verstauen können. Wir können da zwar was anklicken, aber okay, vielleicht brauche ich dafür eben kein Licht. Nicht liegen lassen. Moment. Licht aus. Nö, ist auch nicht anders. Gut. Warum ist da ein X, wenn ich da nichts mitnehmen kann? Merkwürdig. Vielleicht brauche ich da irgendwas Bestimmtes für. Gut. Dann. Okay, dann gehen wir noch mal hier in den Schließdings rein. Ja. Selber. Nein, Moment, hier war das nicht. Hoppla, wo sind wir denn jetzt? Hier verkehrt. Nein, das ist der gegenüber. Okay, dann komm mal her. Dann komm mal. Ja, komm. Hier rein. So, dann lass noch mal sehen. Einmal den Film. Dann. Gut, ist die Seite ja leer. Also. Weil die Zahl 2 und 3, die fehlen ja. Kriegen wir die also nicht auf. Und somit kann man auch die hier nicht öffnen. 203 oder 208 zum Beispiel. Das geht nicht. Da brauchen wir noch die eine Karte für. Muss ich mal sehen, wo ich die jetzt herbekomme. Die Frage ist jetzt. Genau, wir können ja noch nach ganz oben gehen irgendwie. Moment. Jetzt da war die Dunkelkammer, das war eine Schreibmaschine. Inventarbox und Dunkelkammerbecken. Ja, aber da fehlt noch irgendwie was dann. Da
habe ich noch nicht die richtigen Sachen jetzt hier gefunden. So, und hier oben haben wir, genau, da ist noch ein Grau, das kann man noch nehmen. Kombinationsfloss und ein Flintenmonitor war da noch und so weiter. Nein, das kommt dahin. Hallo. Ja. Ja, komm. Ah, Mann, was fehlt denn da? Gut, nehme ich das vor mal mit. Leise gehen. Vielleicht hört er uns da nicht so. Ach komm, sei ruhig da. Pistolenmunition? Was haben wir denn hier? Ach Gott, er gilt aber auch alles gesichert. Keine Ahnung. Das wäre ja richtig Zufall, wenn man das einfach mal so, was weiß ich, FFM oder keine Ahnung. Gibt es überhaupt doppelte Buchstaben? Überall diese. Was spiegelt sich denn da so? Die hier, die Figur. Der Pikschlüssel. Ja, klasse. Wo sind wir jetzt? Was zum... Ich nehme mal an, das oder was kommt jetzt? Boah, nicht hier im Rang, Gang. Abstellkammer oder was ist das hier? Lagerraum West. Okay. Schießpulver können wir im Moment nicht mitnehmen. Das sind wieder Holzbretter, können wir auch nicht mitnehmen. Ja. Oha. Was ist hier mit der Tür? Oh, war ja. Dann die Bücherhalle, Bibliothek. Das geht noch mit. Bin mal gespannt, wie weit das geht. C4.
Anonyme Notiz. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen. Und weiter wichsen. Während die Welt den Bach runtergeht, ja. Ich habe die Dreckschweine in einen mit C4 präparierten Stahlfech gesperrt. Muss ihn nur noch zünden. Dann wäre es das mit denen. Aha, brauchen wir Feuer oder was? Aber wenn es so schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sag ihm, töte deine Nachbarn. Dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht? Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz. Aber wie oft hast du dich bitte mir deine Vorgesetzten schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Man bringt den Spaß. Mann, bringt der Spaß. Fehlt nur noch Musik. Gürteltasche. Okay. Zwei zusätzliche Plätze. Und die andere haben wir ja auch schon gesehen. Wenn es dann eine war, dann kriegen wir nochmal zwei mit Sicherheit. Okay. Zwei Gegenstände. Hier ist auch eine Statue. Aha. Und das heißt, müssen wir das wohl irgendwie wegbekommen, damit wir da rein können. Na schön. Okay, die Hand ist schon mal weg. Sollte der aufwachen, hat er nur noch eine Hand. Da unten. Ei, hier haben wir nichts. Okay. Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Okay. Wir können jetzt da runter nach die Zombies da irgendwie. Unten ist eine Tür, da ist eine Tür. Ich schaue mich da so erstmal um. Aua! Nicht gut. Ja. Ach. Nein! Ah! Lass mich los, Alte. Moment, erstmal raus hier. Okay. Wir sind in Gefahr. Kurz, was machen wir? Moment. Jetzt habe ich natürlich. Ah, toll. Hier sind auch wieder. Das ist was? Das Einhorn. Moment. Einhorn ist da unten.
Ah ja, was ist das denn da unten? In der Mitte könnte Skorpion sein. Links zwei Pfiffe vielleicht? Und rechts? Eine Art Vase oder was? Warte mal. Ja, hier. Skorpion. Das da. Jo. Aber ich habe halt leider keinen Platz. Ja, doch, da unten jetzt. Stimmt. Warte mal, wo geht es da hin? Da ist eine Tür, aber. Oh. Das ist nicht gut. Shit. Und ich hab nichts. Ja, schön. Aber. Ach, heil. Ach, Mist, Mann. Oh, Halleluja. Da versucht man irgendwo Munition zu sparen und dann kommen da gleich zwei und hast halt leider kein Kraut mehr gehabt. Schade. Na gut. Ja. Wenn das hier so. Ah, jetzt fangen wir hier wieder an bei der Ache. Hier muss ich ja das Ganze nochmal machen. Was ist denn das für ein blöder Speicherpunkt hier? Okay, Leute, ich muss nochmal das Rätsel mit dem Schreibtisch lösen. Und dann, ja. Das mache ich dann eben ohne euch. Oh Gott. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, mach's gut und bye bye.